Hi und willkommen zu meinem Video. Jetzt ist Leo wieder da. meine Mutter und ich haben seit neuestem einen Deal. Wenn ich vor 22 mich melde, hilft sie mir mit dem Mischten. Und wenn nicht, dann nicht. Und deswegen, wenn wir jetzt genau 21 Uhr 58 haben, habe ich ganz schnell den Hasen geholt. Ui, habe ich trockene Lippen auf der Kamera. Sieht das aber nicht schlecht aus. Soll ich öfters machen? Ich habe total die Morgen. Naja, egal. Entschuldigt. Ich habe auch auf der Kamera viel bessere Zähne, faszinierenderweise. Die sehen auf der Kamera fast aus wie das Weiß im Hintergrund, sind sie aber nicht. Vielleicht doch. Egal. Ich wollte mit euch was teilen, eine Geschichte. Ich habe zurzeit total die Kindergartenniveauphase. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ja, also vor ein paar Tagen. Hui! Scheiße, ich hätte das jetzt gerne auf Band. Das war jetzt gerade echt beeindruckend. Alles okay? Okay, er hüpft. Markiert. Er überspringt. Alles gut. Jetzt muss ich nur. Ja, auf jeden Fall, ich habe gerade. Wir müssen jetzt ein paar Minuten geben. Ich bin gerade voll unter mütterlichem Schock. Ich bin gleich wieder da. Welches Saarbrück? Doch. Leonstein. Du kannst ja meine Sachen machen. Dann mach doch deinen. Das ist König. Ich kann nicht. Das ist gerade gekillt mich. Wer killt dich? Der Hase. Ja, das sind Kinder. Das ist der wohl wahr. Dann lass ihn springen. Die gibt mir auch. Das sind Kinder. Vielleicht ist gemein, nur weil ich eine Kindergartenniveauphase habe. Genau. Das erzähle ich alles, Papa. Alles. Mach dein Produkt vorbei. Sind die Kiesteine zum Eck. Ja gut, ich tue da Hasen in den Stall. Ja. Also ich bin gleich wieder da, entschuldigt. Die nachfolgenden Qualitätseinbußen im Video werden gesponsert von Leo, der sich fast die Hüfte bricht. Ja. Ist okay. Ich hab mal was Arschlöcke gemeint, denkt Leo, der sich die Hüfte bricht. Nein, das war ich, wie ich gerade mich hingesetzt habe. Okay. Jetzt weiß ich auch, wie dieser rote Strich entstanden ist. Ich bin eine typische Stresskratzerin und ich werde immer sofort rot. Okay, gut, hätten wir das jetzt auch geklärt. Neue rote Stelle. Bitte während dem ganzen Video draufstarren. Das Witzige ist, ihr habt eigentlich gerade dieses Kindergartenniveau, von dem ich euch erzählen wollte, aber ich wollte euch stolz davon erzählen, mitbekommen. Na gut, also ich werde euch die aktuellen Quengelwaren zeigen. Ich habe mir Waren erquengelt. Da wäre zum einen Winnie the Pooh! Entschuldigt. Den habe ich bei meiner Mutter gesehen, die hat den gekauft. Und dachte ernsthaft, sie könnten vor mir verstecken. Die wollte es nur benutzen. Ja, Pech. Sie wollte es noch benutzen. Das ist... benutzen. Ach, nur? Oh, das ist süß. Die Küchen wollen benutzt. Das ist Winnie the Pooh. Das ist Winnie the Pooh. Das ist keine Küchenrolle, das ist eine Winnie the Pooh Küchenrolle. Es klingt wie so Werbung, aber es ist gar nicht als Werbung gemeint. Ich habe einfach echt total das... Ich hatte mal einen Teletubby-Teller. Oh mein Gott, ich habe einen Winnie-the-Pooh-Teller. Soll ich denn meinen Winnie-the-Pooh-Teller? Momente, wo man nicht glauben würde, dass ich 28 bin. Okay. Ja, also... Und meine zweite Quengelware war dieser echt coole Drachentee.
Den habe ich mir übrigens nur erobert, indem ich zu meiner Mutter gesagt habe, Drache! Also, einziges Manko, er ist schon gebraucht. Meine Mutter hat sich da schon was rausgeholt. Aber, oh, da ist doch eine Schildkröte! Guck mal, da ist eine Schildkröte. Ja, und das Dritte, das ist jetzt, deshalb ist Urlaubsding, das hat mein Papa mir zu, wegen Urlaub eine tolle viereckige Kuchenform. Jetzt fragt ihr euch alle, was macht man mit einer viereckigen Kuchenform? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt eine viereckige Kuchenform. Und wenn ihr wüsstet, also wir mussten in zwei Läden rennen, um diese viereckige Kuchenform zu kriegen. Ist übrigens eine total witzige Geschichte, wie ich an die Kuchenform gekommen bin. Also, erzähle ich euch, damit das Video wenigstens noch ein bisschen Inhalt hat, ein bisschen Tiefe. Ich vergesst, wir haben schon 5 Minuten voll. Ich erzähle es euch im nächsten Video. Ich will euch jetzt nicht noch mehr mit eurer Zeit stehlen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt, so Kindergartenniveauphasen. Ich habe da gerade total die Kindergartenniveauphase. Ich will euch jetzt so gerne noch Winnie the Pooh zeigen. Ihr glaubt nicht, wie gerne. Aber das mache ich jetzt nicht. Mami, soll ich Winnie the Pooh zeigen? Nein, du bist 28. Okay. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an ibell.ritmaatoutlook.com. Mama, steh da nicht wieder Presse drin davon. Das ist voll beunruhigend. Also dann, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.